Du willst Fische in deinen Gartenteich setzen? Okay, dann nenne ich dir 5 Punkte, auf die du achten solltest, damit das auf jeden Fall zum Erfolg wird. Mein Name ist Jörg Baumhofer von der Renatur GmbH und in diesem Video geht es um Fische im Gartenteich. Wenn du deinen Gartenteich baust und möchtest Fische rein haben, mach ihn groß genug, mach ihn tief genug. Denn Fische müssen sich bewegen können. Sie brauchen Platz. Und meistens bleibt es ja nicht bei einem Fisch, sondern es werden mehrere Fische. Große Fische brauchen viel Platz. Und gerade wenn sie dann auch im Winter drin bleiben sollen, wenn du Fische ganzjährig hältern möchtest, dann muss er auch tief genug sein. Mindestens 1,50 Meter am besten, damit du auch wirklich sicher sein kannst, dass die Tiere den Winter gut überstehen. Also mach ihn groß genug, tief genug. Wie groß muss er sein? Naja, geh davon aus, pro Kilo Fisch ungefähr 1000 Liter Wasser. Umgerechnet könnte man auch sagen, pro Zentimeter Fisch mindestens 5 Liter Wasser. Punkt 2. Sorge für die richtige Filtertechnik. Fische können nicht aufs Klo gehen, also Fische koten urinierend in das Wasser. Das Wasser muss regelmäßig gewechselt werden. Es muss aufbereitet werden. Damit es nicht trüb wird durch die hohen Nährstoffgehalte, ist es wichtig, dass du einen guten Filter hast, der angepasst ist auf die Wassergröße. Und am besten in Verbindung mit einer UVC-Lampe. Das solltest du gleich bei den Investitionskosten mit berücksichtigen, denn das treibt die Kosten für so einen Gartenteich natürlich nach oben. Wir helfen dir gerne bei der Auswahl, aber achte darauf, Filtertechnik, Pumpe, Filter, UVC, wichtig. Punkt Nummer 3. Such dir die passenden Fischarten aus und wähle den und kontrolliere den Besatz. Fische wachsen. Gerade Koi werden riesig groß, werden schwer, werden sehr alt, brauchen natürlich auch viele Nährstoffe wie viel Futter. Und da ist es wichtig, die passenden Fischarten zu kombinieren, die Fische zusammenzusetzen, die wirklich auch gut miteinander harmonieren. Und dass es durch zu hohen Besatz nicht zu Krankheiten kommt. Denn gerade zum Beispiel auch bei Koi kann es sehr schnell zu Krankheiten kommen. Das ist unschön. Und wenn die Fische sich dann gegenseitig auch noch bedrängen, ist das nicht gut. Also achte darauf, dass du die passenden Fische zusammensetzt, vermeide Qualzuchten und schau dich mal bei den einheimischen Fischarten um, die bei uns vorkommen. Moderlieschen, ey, Ritzen, Bitterlinge, sehr hübsche, sehr schöne Fische, die wunderbar in einen naturnahen Gartenteich passen. Und das macht sehr viel Freude. Punkt 4. Sorge für das richtige Fischfutter. Fischfutter sollte angepasst sein auf deine Fischarten, die du einsetzt. Und es sollte nicht zu viele Nährstoffe haben. In vielen Fischfuttern ist Phosphor drin als Füllmittel und das wiederum sorgt für einen Nährstoffgehalt. Die Fische sollten das Futter immer auffressen können. Es darf also nicht zu viel Fischfutter im Teich sein. Gib lieber ein bisschen mehr aus, kauf vernünftiges Fischfutter und du wirst gesündere Fische und deutlich weniger Schwierigkeiten haben und eine bessere Wasserqualität. Ganz entscheidend, achte darauf, es darf kein Fischfutter übrig bleiben, wenn die Fische satt sind. Fünfter und letzter Punkt, achte darauf, wann du die Fische einsetzt. Mach das zum richtigen Zeitpunkt. Nicht zu früh, aber auch nicht zu spät. Nicht zu früh, wenn die Pflanzen zum Beispiel noch nicht eingewurzelt sind, wenn die Wasserqualität noch nicht wirklich gut ist, wenn das Wasser also frisch aus der Leitung kommt, vor allem die Wassertemperatur ausreichend ist. Zu kaltes Wasser ist nicht gut. Also achte darauf, dass du die Fische zum richtigen Zeitpunkt einsetzt. Warte ein paar Wochen, bis sich das Gleichgewicht im Wasser ein bisschen eingestellt hat, bis die Pflanzen eingewurzelt sind und gerade gründelnde Fische wie Koi sie nicht gleich wieder ausbuddeln können. Und noch ein Bonustipp obendrauf: im Winter kein Schlittschuhlaufen auf dem Wasser, denn die Fische ruhen und brauchen dann tatsächlich im Winter auch ihre Ruhe und sollten dann nicht gestört werden. Wenn du diese 5 Tipps berücksichtigst, wirst du Freude mit Fischen im Gartenteich haben. Natürlich gibt es eine ganze Menge mehr noch zu beachten und zu diskutieren. Das können wir gerne in den Kommentaren. Schreib einfach rein, was du für Fragen hast, für Ideen hast. Und wir unterstützen dich bei deinem Teichbau mit Fischen.
Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal, dann verpasst du auch nichts, was an nächstem Content kommt. Und wir freuen uns, wenn wir dich wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.